Mach keinen Ärger, sonst stecken wir dich ins Loch. Ja, du fliegst zuerst. Was glotzt du so, Altlot? Taust du mich, Bastard, Mann? Sprichst meine Sprache nicht, oder? Warum? Was willst du, hä? Soll ich dir Vernunft in dein Dickschädel prügeln? Mach doch. Ich bin unverwundbar. Ich sollte versuchen, diesen Weems zu finden. Wenn er fliehen will, boah, kann er mir vielleicht helfen. Der hat mich geschubst, Mann! Ja, mein alter Auge. Mühle. Mason Weems? Kann sein. Ich brauche Hilfe. Oh. Man sagt, du kennst deinen Weg hier raus. Man sagt eine ganze Menge. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wie schade. Ich hatte gehofft, du spielst eins mit mir. Na gut. Bist du vertraut mit den Regeln? Oh no. Also. Was kannst du jetzt aussuchen? Geile Scheiße. Okay, dann lege ich mal. Da du ja meinen Namen bereits kennst, wie ist deiner? Connor. Schön, dich zu treffen, Connor. Nee. Guter Zug. Ja, da. Also, was führt dich nach Brightwell? Ein Verrat. Ich wurde fälschlich angeklagt. Natürlich wurdest du da. Du glaubst mir nicht? Warum sollte ich? Bei der Visage? Du irrst dich. Ich bin ein ehrlicher... Nein. Böses. Mädchen. Böses. Und trotzdem wurdest du eingesperrt. Wie kam es, dass du hier gelandet bist? Das ist deine private... Fick dich! Wie das, worum du mich bittest. Und dann kann ich bewegen. Hallo! Ich wollte einen Mord verhindern. Oh! Jemand, den ich kenne? George Washington. Du wurdest angestiftet, richtig? Wollten sich wohl mal wieder amüsieren auf Masons Kosten. Narren, allesamt. Über solche Themen scherzt man nicht. George Washington ist tapfer wie kein Zweiter. Loyal wie ein Bruder. Ein tadelloser Charakter mit unerschütterlichen Überzeugungen. Der Mann ist unser Jupiter Konservator. Er führt uns nicht nur zur Freiheit, sondern zur Größe. Jeder, der etwas anderes behauptet, ist entweder ein Narr oder ein Verräter. Also dann verstehst du nun, warum ich hier unbedingt raus muss? Wenn ich ihm nicht helfe, dann wird man ihn ermorden. Das ist dein Ernst, oder? Ja. Also gut. Aber es wird nicht einfach. Sieh mal, alles hängt an meinem selbstgemachten Schlüssel. Doch dieser Finch nahm ihn mir ab. Hab 3 Monate daran geschnitzt. Hol ihn zurück. Oder wir gehen nirgendwo hin. So gut wie erledigt. Hey, was soll
reißt euch zusammen. Im Fall, ihr wollt. John, seid ein bisschen vorsichtig. Ich weiß nicht, ob ich Seemann genug bin, um so bald wieder auszulaufen. Nein, ich ruhe mich erst mal aus. Es ist wahr, was du sagst. Als ich gerade frisch angekommen war, das Feldhaus passt. Der Kerl wollte den Vorkauf nachahmen. Da, 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 greift ihn! Fick dich. Oh. Ein bisschen hart. Ich bin gefangen. Amen. Mich so an. Suchst du etwa nach einem Gatten? Natürlich. Ja, ich dachte schon, du würdest den Buckligen. Ah ja, ich kannte ihn auch schon. Na, lauter. Schlüssel ist nutzlos. Was meinst du? Er passt nicht ins Schloss. Das soll er auch gar nicht. Du schnitzt einen Schlüssel, der nicht passt? Komm drauf an, was genau du mit passen meinst. Er bringt uns hier raus. Nur nicht so, wie du dachtest. Wie sonst? Du benutzt ihn, um den Schlüssel des Direktors zu bekommen. Du musst ihn gegen seinen tauschen. Warum nehme ich nicht den echten Schlüssel? Wozu die Extraarbeit? Er könnte merken, dass er ihn nicht mehr hat. Doch so ist er völlig ahnungslos. Und wenn er ihn benutzen will? Wird er nicht. Eben deshalb ist er unser Ziel. Wie komme ich an ihn ran? Ja, dieser Teil wird dir nicht schmecken. Als ob ich die anderen mochte. Raus damit! Zettel einen Kampf an. Was? Eine Schlägerei. Dann werfen sie dich ins Loch. Wie um alles in der Welt hilft uns das? Der Direktor bewacht das Loch. Nur so kommst du an ihn heran. Das muss man dir lassen. Du hast den Plan, mein Leben zu riskieren, sehr gut durchdacht. Erledige so viele du kannst. Ein oder zwei sind nur Unterhaltung für die Wachen. Du musst sie richtig ärgern. Jeder muss seinen Teil erfüllen. Bleib nur am Leben. Schlägerei, Schlägerei. Yeah.
Wieso pushen die fünf allein? Ich komme euch mit dem Schlagen hier. Nimm dich doch mal auf. Wenn nix. Eben lass dich auf. Eben lass dich auf. Oh, halt dich schneller auf. Wichte. Ihr seid nichts als Schweine, die an den Sitzen der Gesellschaft nuckeln. Diebe und Halunken, allesamt. Dankeschön. Der merkt nichts. Ich muss aufpassen, keinen Alarm auszulösen. Oh nö. Du da. Na toll. Stopp. Ein Moment mal. Alarm aus. Ja, wir sehen uns jetzt im nächsten Part. Also, machen wir das. Ciao.